letzte Chance. Zu Buzzer! Ja! Los, zu Buzzer! Lauf schon! Und Zora stürmt aufs Tor. Durch nichts und niemanden lässt er sich aufhalten. Ja! Der Einzige, der das schaffen könnte, ist Denzo Wakabayashi. Er setzt zum Schuss an. Und... Ja. Abgewehrt! Ins Tor. Rein mit dir! Der Ball prallt an die Latte. Gott sei Dank. Ja! Und Tor! Das ist der Ausgleich! Geschafft! Ja! Was sagt ihr jetzt? Die Shotetsu-Mannschaft hat uns ganz schön unterschätzt. Das haben wir nur zu Basa zu verdanken. Ich liebe ihn! Und da ist der Schlusspfiff. Das Spiel ist vorbei. Wakabayashi. Nach 45 hart erkämpften Minuten steht es jetzt 1:1. Was passiert denn jetzt? Aber es muss zu einer Entscheidung kommen. Und das bedeutet für beide Mannschaften Verlängerung. Was? Eine Verlängerung? Das ist doch gut. Dann haben wir eine gute Chance, noch ein Tor zu machen. Feuert sie an, Jungs! Hurra! 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 Glückwunsch, Tsubasa. Danke. Dieser Fallrückzieher war das Beste, was du in dieser Situation tun konntest, nachdem der Ball von der Latte abgeprallt war. Fallrückzieher! Naja, ein bisschen Zufall war schon dabei, aber das ist jetzt völlig egal. Ehrlich gesagt, das ging alles so schnell und ganz automatisch. Wahrscheinlich hat es mir geholfen, dass ich den Fallrückzieher immer wieder trainiert habe. Im Grunde habe ich das Tor Ihnen zu verdanken, denn Sie haben mir immer wieder gezeigt, wie es gemacht wird. Wie auch immer, du hast uns damit zu einem Tor verholfen. Die Verlängerung jetzt wird ganz schön hart für mich. Ist das mit deinem Bein sehr schlimm, Ishizaki? Ach du liebe Güte, daran habe ich gar nicht gedacht. Stimmt ja, du hast dir ja den Fuß verletzt. Ach, ist nicht so schlimm. Gott sei Dank bin ich ganz gut in Form und hart im Nehmen. Da machen mir ein paar Schmerzen nichts aus, seht ihr? Oh. Ishizaki, ja, Kapitän! Ishizaki. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Fußballnieten uns gefährlich werden könnten. Wenn wir Tsubasa ein bisschen besser gedeckt hätten, wäre das Spiel garantiert anders gelaufen. Ja, tut mir leid, Kapitän. Was ist, Kapitän? Es ist vorbei, alles vorbei. Lasst mich mal bitte durch. Ah, Frau Maruyama. Ich halte es für besser, wenn sich der Arzt es mal ansieht. Soll das etwa heißen, dass er die Verlängerung nicht spielen kann, Frau Maruyama? Ach, das ist doch nicht der Rede wert. Ich kann noch spielen. Von wegen nicht der Rede wert. Jetzt spiel nicht den Helden. Du darfst den Fuß nicht so sehr belasten. Vielleicht hast du dir ja den Knöchel verstaucht. Hey, wer bist du denn? Aua, was soll denn das? Hör auf! Meine Vermutung war richtig. Du hast dir den Knöchel verstaucht. Die Schwellung wird mindestens 3 Tage anhalten. Du hast Glück gehabt. Gebrochen ist Gott sei Dank nichts. Das stimmt haargenau mit meiner Diagnose überein. Wer bist du eigentlich? Ich bin Taro, Taro Misaki. Aha. Was werden Sie jetzt wohl machen? Wir haben keinen Ersatzspieler. Wenn der Kapitän ausfällt, ist niemand da, der für ihn einspringen kann. Ist das vielleicht blöd? Ist hier jemand, der Fußball spielen kann? Ich meine, für den Fall, dass der Kapitän ausfällt, brauchen wir Ersatz. Ich auch nicht. Was? Niemand? Das kann doch nicht wahr sein. Dann werde ich einspringen. Hä? Sag mal, kennst du überhaupt die Regeln? Nein, aber das ist mir völlig egal. Hauptsache, ich kann mit Tsubasa zusammenspielen. Das ist schon immer mein Traum gewesen. Oh. Wartet, bevor ein Mädchen da mitspielt, mache ich das lieber. Was? Wer bist du denn? Ich bin Urabe Hanji von der Nishigaoka-Schule.
Ich werde das Kind schon schaukeln. Du kannst dich auf mich verlassen. Auf dich verlassen? Aber du gehörst doch nicht zu unserer Mannschaft. Na und? Wen interessiert das? Wollt ihr etwa, dass ein Mädchen für ihn einspringt und euer Klassenspiel ruiniert? Die kennt doch noch nicht mal das kleine ABC des Fußballs. Noch könnt ihr die Shotezos schlagen. Warum lasst ihr nicht lieber mich spielen? Ich bin Kishida aus dem Team der Yambuki-Schule. Ich bin der bessere Spieler von uns beiden. Außerdem würde ich mir Tsubasas Spielweise gern mal aus der Nähe betrachten. Du Angeber! Lass mich spielen, ja? Ich spiel besser, ehrlich. Von wegen, lass mich spielen, Ishizaki. Das ist ein Spiel zwischen der Nankatsu und der Shutetsu-Schule. Das scheint ihr zu vergessen. Dass ihr uns helfen wollt, ist ja sehr nett, aber... Wir klären das in einem Zweikampf. Komm, Urabe. Genau. Was soll das? Sie haben es einfach nicht begriffen. Mal eine Frage. Wieso nehmt ihr mich nicht? Hä, was, dich? Aber du gehörst doch auch nicht zu unserer Mannschaft. Ich hab dich hier noch nie gesehen. Ich bin aber ein Nankatsu-Schüler und zwar seit heute. Seit heute? Ein neuer Schüler. Auch wenn er neu ist, gehört er doch trotzdem zur Nankatsu-Schule, oder? Kannst du denn überhaupt Fußball spielen? Du siehst gar nicht wie ein Fußballer aus. Doch, ich denke schon. Moment. Darf ich mal? Hey, wer bist du eigentlich? Ich werde für den verletzten Kapitän der Nankatsu-Mannschaft einspringen. Ich bin Taro Mezaki. Hä? Na und? Nun mal ganz langsam. Einer von uns wird einspringen, klar? Siehst du, wie der mit dem Ball umgeht, Tsubasa? Einfach toll. Bin einverstanden. Dieser Taro wird ab sofort für Ryo spielen. Ich mag Tsubasa wirklich sehr, aber diesen Taro finde ich auch ganz... Frau Maruyama. Ganz entzückend. Und das aus dem Mund einer Lehrerin. Kapitän! Ich habe euch doch schon vor dem Spiel gesagt, dass es mir nur darum geht, Tsubasa in die Knie zu zwingen. Und das ist mir nicht gelungen. Ich habe verloren. Die Verlängerung interessiert mich nicht mehr. Für mich ist das Spiel gelaufen. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie verstehen. Nein, du bleibst hier. Kapitän! Herr Mikami. Du bist ein jämmerlicher Waschlappen und ein verfluchter Egoist. Du meinst, das Spiel ist gelaufen? Sieh dir das an. Ist jetzt zwar alles ein bisschen groß, aber das macht nichts. Wenn du glaubst, du hast ganz allein gegen Tsubasa gespielt und verloren, dann muss ich dich enttäuschen. Willst du dich jetzt etwa wie ein geprügelter Hund davonschleichen und deine Mitspieler, die dir die ganze Zeit so hilfreich zur Seite gestanden haben, im Stich lassen? Von mir aus geh. Aber wenn du das tust, will ich dich hier nie wieder sehen. Verstanden? Also, es bleibt bei dieser Aufstellung. Noch irgendwelche Fragen? Nein, okay. Nein! Taro, du wirst Tsubasa vorn unterstützen. Ist klar, mach ich. Viel Glück. Naja, ich habe zwar gegen Tsubasa verloren, aber... Trotzdem bin ich immer noch der Mannschaftskapitän. Na klar, Kapitän. Tut mir leid, Freunde. Ich glaube, bei mir ist vorhin eine Sicherung durchgeknallt. Entschuldigt. Wir werden das Spiel gewinnen. Die werden sich wundern, wozu das Team der Shutetsu-Schule fähig ist. Genau. Na, dann mal los. Ja. Ihr habt 30 Minuten, um zu zeigen, was ihr könnt. Blamier mich nicht, Taro. Viel Glück. Was macht denn Frau Maruyama da? Tsubasa! So gefällst du mir schon viel besser. Die Pause ist zu Ende und die Spieler sind wieder auf dem Platz. Alle warten jetzt auf den Anpfiff. Wer wird der Sieger sein? Und jetzt pass gut auf, Wakabayashi. Worauf wartest du? Nankatsus in der Verlängerung mit einem neuen Spieler, der gegen den verletzten Ryo Ishizaki ausgetauscht wurde. Sein Name? Taro Mezaki.
Misaki schießt einen glänzenden Pass auf Otora. Schuss! Wakabayashi reagiert blitzschnell und er hat ihn! Eine fantastische Leistung war das! Aber die Nankatsus lassen keinen Zweifel daran, dass sie alles tun werden, um hier zu gewinnen. Wir hatten es fast geschafft. Wakabayashi ist super. Du aber auch, das muss ich schon sagen. Der nächste Schuss geht rein. Bis jetzt war Otora der einzige Offensivspieler. Aber mit Taro Misaki haben die Nankatsus jetzt einen zweiten auf dem Platz. Wieso haben wir von ihm noch nie etwas gehört oder gesehen? Vielleicht können wir ja doch noch gewinnen. Was heißt hier vielleicht? Ganz bestimmt sogar, würde ich sagen. Wo haben die plötzlich so einen Spieler her? Jetzt haben wir es nicht nur mit Tsubasa zu tun, sondern auch noch mit irgendeinem Nobody. Und dieser Knabe ist nicht von schlechten Eltern. Taro ist wirklich ein klasse Spieler. Na los, Jungs, lasst euch nicht einschüchtern. Doch nicht von denen. Wer sind wir denn? Wie wär's mit Taktik Nummer 18, dem Blitzangriff? Die Nankatsus sollen uns kennenlernen. Alles klar, auf geht's! Ja, so kennen wir die Shotetsus mit ihren Traumpässen. Ein Querpass von Izawa Mamuro zu Taki Hajime. Aber schon hat Taro Misaki den Ball und er läuft ihnen davon. Alles klar? Ja. Passt auf, Leute, passt bloß auf. Misaki und Otora scheinen sich blind zu verstehen. Wie werden sie diesmal angreifen? Das ist schon irgendwie irre. Jetzt diktieren doch tatsächlich wir das Spielgeschehen. Ich hätte nicht gedacht, dass der Neue so gut ist. Ehrlich nicht. Was für ein großartiger Augenblick. Ich bin wirklich unheimlich stolz auf mein Team. Ja, solange wir Tsubasa und Taro in unserem Team haben, werden wir nicht verlieren. Niemals. Wenn ich gemein wäre, würde ich jetzt sagen, du könntest dich ruhig etwas früher verletzt haben. Ah! Ich hoffe, das haben sie nicht ernst gemeint. Weiter so, Taro, weiter so. Tsubasa, du bist der Größte für mich. Absolut der Größte. Ja, die beiden demonstrieren ein perfektes Zusammenspiel. Sie sind schon fast am gegnerischen Tor. Nakamoto, nicht beide auf einmal. Konzentrier dich nur auf einen von ihnen. Wir müssen unsere Taktik ändern. Seit Beginn der Verlängerung greifen sie uns ununterbrochen an. Wenn das so weitergeht, verlieren wir das Spiel noch. Nein, glaube ich nicht. So einfach erzielen sie keinen Treffer. Das würde Wakabayashi nicht zulassen. Ja. Das von vorhin wird sich nicht wiederholen. Ich meine diesen ganz persönlichen Zweikampf zwischen ihm und Tsubasa. Jetzt kämpft er als Mannschaftskapitän um den Sieg. Er fängt gerade an zu begreifen, dass Fußball keine Ein-Mann-Sportart ist. Also machen Sie sich keine Sorgen. Nach links, Tagasugi, nach links! Okay. Nakamoto, du bleibst bei Tsubasa. Ich wollte damit sagen, er betrachtet jetzt nicht mehr allein Tsubasa als seinen Gegner, sondern die gesamte Mannschaft. Wie Sie sehen, hat er sie alle fest im Griff. Er hat den totalen Überblick. Jetzt, wo er nicht mehr nur auf Tsubasa fixiert ist, um gegen ihn zu gewinnen, reagiert er viel flexibler auf alles, was um ihn herum passiert. Und das gefällt mir. Gleich ist es soweit, Taro. Gleich wird Taro Misaki zum Schuss ansetzen. Und... wieder mal rettet Genzo Wakabayashi. Ein großartiger Einsatz. Respekt. Warum jammerst du denn? Das war doch ein perfekter Schuss. Ja, jetzt spüre ich endlich, dass du dich voll für deine Mannschaft einsetzt, Wakabayashi. Genauso will ich dich sehen. Und Schluss. Die ersten 15 Minuten der Verlängerung sind um. Du bist ein ausgezeichneter Kapitän. Oh, vielen Dank. Ihr wisst es zwar selbst, aber ich sage es trotzdem nochmal. Die nächsten 15 Minuten sind unsere letzte Chance, also kämpf! Jawohl! Mit deiner Hilfe, Taro, könnten wir noch gewinnen. Sag mal, wo hast du eigentlich so verdammt gut Fußball spielen gelernt? In ganz Japan, mal hier, mal da. Du musst wissen, mein Vater ist Maler und er ist ständig unterwegs. Natürlich begleite ich ihn überall hin. Und Fußball spiele ich schon, solange ich denken kann. Naja, und jetzt sind wir nach Nankatsu gezogen. Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass ich hier so viele Freunde finde. Du bist irgendwie ganz anders als wir. Du bist nicht nur ein guter Fußballer, sondern wusstest auch über Ryus Verletzung Bescheid. Ach das? Das habe ich während unserer Reise in einem der Fußballmagazine gelesen. Da ist meistens eine Seite mit Erste-Hilfe-Tipps drin. Die können sehr nützlich sein. Ah, jetzt verstehe ich. So, und nun, Taro,
zeigen wir denen, was eine Hake ist. Mhm, ja? Ich bin dabei, aber wenn wir verlieren, darfst du nicht mir die Schuld geben. Hm? Ich drück die Daumen zu, Baza, viel Glück! Die Spieler kommen wieder auf das Feld. Gleich beginnen die letzten 15 Minuten der Verlängerung. Und da ist der Anpfiff. Nankatsu hat Anstoß. Izawa Mamuro hat blitzschnell Oda Katsuo den Ball abgenommen. Ein Pass zu Taki Hajime. Gut so, Taki. Sehr gut. Hajime läuft wie der Teufel und niemand scheint ihn daran zu hindern. Ja, ja, genau. Zurück zu Izawa Mamuro. Wird er versuchen zu schießen? Nein, nur ein langer Pass zu Kisugi Tippei. Was wird er machen? Er macht einen Schuss aufs Tor. Shingo Kitahara konnte den Ball gerade noch abwehren und ihn über die Latte heben, sodass er im Aus landete. Es steht immer noch 1-1. Gut gemacht, Kitahara. Mist. Den ersten Eckball in der Verlängerung wird Taki Hajime schießen. Die Frage ist, kann die Shotetsu-Mannschaft diesen Ball verwandeln? Die Chance dazu ist jedenfalls riesengroß. Und man sieht den Spielern die Anspannung an. Aufpassen, Leute! Lasst Taki und Kisugi nicht aus den Augen! Hört ihr? Nakazato, komm noch weiter nach vorn! Alles klar. Hajime setzt zum Taki! Schuss an. Hä? Zu mir! Was macht der denn? Ah! Wakabayashi läuft aus seinem Tor. Was hat er vor? Schuss von Hajime zu Wakabayashi. Der stürmt jetzt nach vorne Richtung gegnerisches Tor. Er stürmt und stürmt. Und Wakabayashi schießt. Und Tor! Tor! Es steht 2-1 für die Mannschaft der Shotetsu-Schule. Das könnte das spielentscheidende Tor gewesen sein. Das habe ich ja noch nie erlebt, dass der Torwart selbst ein Tor geschossen hat. Aber das war wohl das einzig Richtige, was Wakabayashi tun konnte. Denn nur er hat in seiner Mannschaft diese Schusskraft. Wakabayashi berät sich mit seinen Spielern. Welchen Schachzug haben sie wohl als nächstes vor? Kapitän, wie wäre es, wenn wir jetzt zu unserer gewohnten Taktik zurückkehren? Ja, die Käfigtaktik. Damit können wir Zeit schinden. Seid ihr sicher, dass ihr es später nicht bedauern werdet, das Spiel auf diese Art und Weise gewonnen zu haben? Aber Kapitän... Warum versucht ihr nicht lieber noch ein Tor zu schießen, anstatt euch mit dem 2-1 zufrieden zu geben? Ja, klar, natürlich! Finden Sie nicht auch, dass die Shotetsu-Mannschaft und vor allem Wakabayashi irgendwie total verändert sind? Ja, das ist mir auch schon die ganze Zeit aufgefallen. Anfangs wollte Wakabayashi nur gegen Tsubasa gewinnen, aber jetzt will er das Spiel gewinnen. Seine Konzentration richtet sich auf die ganze Mannschaft und das spüren die Jungs natürlich. Uns bleibt nichts weiter übrig, als zu kämpfen. Los, Jungs, zeigt den Shotetsus mal, wer wir sind und was wir können. Hört zu, Jungs, wir haben zwar nicht mehr so viel Zeit, aber das Spiel ist noch lange nicht zu Ende. Wisst ihr nicht mehr, was wir uns vor dem Spiel geschworen haben? Wir wollten einfach nur guten Fußball zeigen. Also, warum tun wir es nicht? Masaru hat vollkommen recht. Mit Verbissenheit erreichen wir gar nichts. Je lockerer und unverkrampfter wir spielen, desto mehr erreichen wir. Wir können immer noch gewinnen oder zumindest ein Unentschieden erreichen. Genau! Ich bin zwar neu hier, aber ich gehöre jetzt auch zur Nankatsu-Schule und für die werde ich auch kämpfen. Also los, Jungs, wir werden es ihnen zeigen. Ich glaube an dich, Tsubasa. Ich vertraue dir, Tsubasa. Du bist der Größte für mich. Du bist der Größte. Hurra! Hurra! Tsubasa! Hurra! 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 Tsubasa! Hurra! Hurra! Tsubasa! Noch eine Minute. Die Shotetsus führen mit einem Tor Vorsprung. Die Nankatsus werden versuchen, noch ein Unentschieden zu erreichen. Viel Glück! Dir auch! Wäre doch gelacht, wenn wir es nicht schaffen würden! Auf geht's!